Und da sind wir auch schon wieder. Ich habe ein, zwei Kommentare bekommen bezüglich unseres doch etwas verwirrten Superverbrechers hier. Ich sollte doch mal auf die Missionsziele gucken. Klick, 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 klick. Nikita Leonov, der berüchtigte Schlechter von St. Petersburg, ist auf eurer höchsteigenen Insel eingetroffen, aber er weigert sich, ihre Autorität anzuerkennen. Ein gutes Schlagen in der Mixerschüssel sollte ihn rund zu ihrer Weise des Denkens holen. Was? Ein gutes Schlagen in der Mixerschüssel sollte ihn rund zu ihrer Weise des Denkens holen. Ha. Also wir müssen ihn fangen. Also müssen wir ihn erwischen. So, dich gefangen nehmen bitte. Nur sieht ihn da keiner, also wird auch keiner hinlaufen, um ihn gefangen zu nehmen. Aber vielleicht kommt er irgendwann mal raus. Genug Lebenspunkte hast du ja hoffentlich noch. Es wäre doof, wenn du jetzt stirbst. Ah, okay. Lädt auf. Wie lädt auf? Schlägst einmal die Hände zusammen, kriegst mehr Lebenspunkte. Das ist echt genial. Oh, genau. Prügel ihn nieder. Warum auch immer du das alleine machst als Arbeiter. Und warum auch immer er sich mit seinen zwei Katana nicht wehrt. Oh, hätte nichts sagen sollen. Komm schon. Linker Haken, rechter Haken. Gib ihm. Aber seine Ausdauer ist ganz schön runter. Also noch ein, zwei Treffer und der wäre niedergegangen, denke ich. So, jetzt. Okay, es geht nicht auf die Ausdauer, wenn sie geschlagen werden. Dann wohl Lebenspunkte. Oh, er ist gefangen genommen worden. Sehr schön. Das ging ja doch einfacher, als ich dachte. So, zumal das die Arbeiter gemacht haben und nicht die Wachen. Aber gut, ich will nicht meckern. Oh, was haben wir hier? Erbärmliche Ermittler. Die sind gedeckt. Und hier habe ich auch noch einen roten Punkt gesehen. Aber der haut wohl gerade ab. Sehr schön. Dann kommt er jetzt in die Gefängniszelle. Und von da aus können wir ja Folterinstrumente zuordnen. Oder Verhörsäle oder was auch immer. Und da müssen wir wohl den Mixer auswählen. Welcher von denen ist der Mixer? Küchentheke mit großer Mixerschüssel. Die hatte keine Mixerschüssel, richtig? Also hier müssen wir ihn nachher hinschicken. Das wird bestimmt lustig. Haha. Und so. Was sagt eigentlich die Weltkarte? Die Weltkarte sagt... wenig Wut, wenig Einkommen. Ja. Sie sagt auch, dass wir nicht genug Leute an den Pulten haben, weil wir die Pulte auf Rot gestellt haben. Das sollten wir auch gleich noch ändern. Und sonst haben wir keine Leute im Ausland. Das heißt, Rot ist fast auf Null Wut. Grün ist auf Null Wut. Wenn wir demnächst wieder genug Leute haben, könnten wir also... wieder ein bisschen Geld verdienen gehen. Aber erstmal hier die Stechuhr einstellen auf ein Grün. So, die Kamera mal wieder drehen. Und guckt euch die Leichensäcke an. Das ist gerade nochmal aufgegangen. 5 Schränke voll. Also 4 Schränke voll und der 5. ist in Arbeit, aber trotzdem ganz schön heftig. Na gut, da wird er gerade hingeschleppt und ich sehe hier das nächste Problem. Das wurde mir auch schon gesagt. Gold kann den Weg versperren. Und wenn er den Weg versperrt, dann sprengen sich die gegnerischen Agenten durch die Wände, um in die Bereiche zu kommen, wo man normalerweise nicht reingehen kann. Ist also gar nicht gut. Und was zur Hölle machst du da? Du fühlst dich nicht gut. Du bist doch von den Stats her ganz okay. Also abgesehen von den 14 Lebenspunkten. Na gut, der wird jetzt wohl in die Krankenstation gehen und wahllos Tränke trinken. Wir müssen also diesen Raum jetzt wieder abreißen und anders aufbauen. Und zwar so aufbauen, dass man nicht das da aus Versehen blockieren kann mit Gold. Das ist doof. Vor allem, wenn ich das jetzt abreiße, dann ist hier auch kein Zugang und die können sich gleich durchsprengen. Also wir müssten jetzt irgendwo einen Zugang bauen. Wahrscheinlich hier durch. Ist das 2 Felder breit? Korridor. So zum Beispiel. Ist mir ehrlich gesagt zu nah am Ausgang. Also ja, es ist ganz hinten drin in unserer Basis, aber es ist trotzdem zu nah am Ausgang. Ich hätte das gerne weiter hier unten. Aber na gut, ich kann nicht pingelig sein bei sowas. Wir bauen jetzt hier
Eine Tür hin. Da eine Tür hin. Bauen wir es auch sofort. Warten, bis es aufgestellt wurde. Und dann reißen wir hier unten die Kammer ab. Was dann mit dem Gold passiert, glaube ich, keine Ahnung. Die Schränke können wir ja vorher rausnehmen, aber die Goldbarren können wir nicht bewegen. So, ja, das ist hier mit einer Basis. Die hier kriegen auch schon mal einen verwirrenden Tag. So. Und wer ist denn in unserer Basis rein? Hm? Die, die schon einen Tag haben. Sehr gut. Und er läuft sofort los. Den ganz umständlichen Weg, weil da eine Dreiertür im Weg ist. Ah, oh, das ist okay. Nope. Was haben wir hier? Erbärmlicher Ermittler. Ja, es hat sich definitiv ausgezahlt, dass wir unsere Leute aus dem Ausland abgezogen haben. Denn die Wut ist jetzt so dermaßen niedrig, dass nur die ganz Erbärmlichen hierher kommen. So. Oh, oh, was? Was zum Geier arbeitet für sie? Mhm. Du mich auch. Also wenn das Kammerdiener wären, dann würde ich das noch verstehen. Das wäre dann vielleicht irgendwie ein Unterhaltungsprogramm für die Touristen. Aber so? Techniker, Wachen, Arbeiter, alle am Rumtanzen? Ah, komisch, komisch. So, ihr habt alle einen Tag? Ja, sehr gut. Wir sollten jetzt die Folterung mal langsam anfangen, sonst bricht er noch aus. Das sieht nämlich gerade so aus, als wenn er ausbrechen würde. Also schickt den Gefangenen zu einem Verhörgerät. Scroll, scroll, scroll. Da. Rechte Maustaste. Hast du das Symbol bekommen? Ja, hast du. Gut, gut. Der müsste jetzt gleich hingeführt werden und das will ich auf jeden Fall miterleben. Ich habe bisher ja nur den Verhörraum gesehen, diesen kleinen Stuhl da. Das war ja zwar auch schon ganz lustig mit dem Zigarette rauchen und wegschmeißen als absolutes Foltermittel. Aber gucken, was beim Mixer dabei rauskommt. Wirklich brutal dürfen sie ja nicht sein, weil das Spiel keine so hohe Rating hat. Wird dann bestimmt eher comicartig aussehen. Also dass sie die Beine raushängen und im Kreis wirbeln oder sowas. Und der soll ja auch dabei nicht sterben, wenn ich es richtig verstanden habe. Der soll sich ja uns anschließen. Also ist der Mixer nicht tödlich. Was für mich ein wenig abwegig klingt. Wenn ich mit dem Kopf in einen Industriemixer gesteckt werde, dann bin ich, glaube ich, nicht mehr so bereit oder in der Lage, mich irgendjemandem anzuschließen. Ah, die Goldstapel werden immer größer. Sehr schön. Gut, dass das da unten kein großer Goldstapel ist. Weil ich denke mal, wenn wir den Raum nachher abreißen, verschwindet das einfach. Wir kriegen es nicht erstattet, sondern es ist einfach nur weg. Ist zwar ziemlich unfair, aber... Ja, ja, aber es wird kein schlimmer feindlicher Agent sein. Es wird nur irgendein erbärmlicher sein. Können wir alles ignorieren. Und die Jungs hören wohl gerade auf zu tanzen. Ja, zu spät. Wenn man der Anzeige da trauen darf, ist es auch schon so 2 Uhr. So, ein Leichensack. Das ist nicht gut, das heißt, die haben alle schon Wut. Aber irgendwie nichts zu tun. Wir sollten hier vielleicht noch eine Kamera hinstellen. Macht das Sinn? Nee, da laufen die ganzen Kammerdiener mit in die Fallen rein und werden auch vergast. Das ist nicht so toll. Nee, komm, die ignorieren wir einfach weiter. So, stopp. Wo ist der Mixer? Da ist der Mixer. Da. Da brauche ich eine bessere Kameraperspektive. Zack. Und ranzoomen. Und noch mehr drehen. So. Gucken wir mal, was er gemacht hat. Mixer an. Okay. Es sieht nicht sehr schön aus. Okay, das geht wohl jetzt ewig so weiter. Na gut. So hatte ich es mir ungefähr nicht vorgestellt, aber na gut. Also immer wieder die gleiche Animation. Das heißt, wir müssen jetzt nur warten, bis er damit irgendwann fertig ist. Sehr gut. Ich sehe schon wieder viel zu viele Leute, die nichts zu tun haben. Sogar der Aufenthaltsraum ist fast vollständig besetzt. Komm schon, Kane. Geh Ping-Pong spielen. Geh Ping-Pong spielen. Ja. Also ja, wir haben wohl langsam wieder genug Leute. 90 Stück an der Zahl nämlich, um im Ausland ein bisschen rumzufuschen.
Gucken wir jetzt auf die Karte. Gucken wir zu den Leuten. Hier sind schon 8 Stück. Das reicht mir eigentlich. Ich will auf jeden Fall unter 50% bleiben. Immer. Ihr kriegt also noch einen Techniker, einen davon und 2 Wachen. Dann sind wir bei 5, 6, 8, 9. Das müsste auch okay sein. Und Orange hat keine Wut. Das heißt, hier können auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 davon, einer davon, einer davon, einer davon. Das heißt, wir haben Orange-Leute, wir haben Gelb-Leute und Blau-Leute. Rot und Grün bleiben also erstmal auf 0 Wut. Warum eigentlich? Ne, komm, da schicken wir auch welche hin. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1. Wir brauchen mehr Kammerdiener. Und hier dann noch welche hin. Da schicken wir aber nur 1, 2, 3, 4, 5 davon, einen davon und einen davon hin. Weil wir keine Kammerdiener mehr haben. So. Das müsste richtig gut Geld bringen. Raus aus der Karte. Aufgabe abgeschlossen. Ah, anscheinend haben wir ihn bekehren können. Sehr schön. Wo bist du? Du bist nicht mehr beim Mixer. Du bist kein Handlanger geworden. Du bist da. Du machst etwas Wichtiges. Wie alle anderen bei dem Tisch auch. Also bist du wohl gerade genau dahin auf dem Weg. Und die Verbindung ist auch schon da. Das heißt, wir können das jetzt hier mal abreißen. Wir reißen einfach mit den Aktenkoffern zusammen ab. Die müssten eigentlich ersetzt werden. Also... Ich kann den Tresorraum nicht abreißen. Nein, warum das denn nicht? Okay, wir müssen doch erstmal raus. So. Gucken wir mal. Und setz dich hin. Das war's jetzt? Wache John Meyer ist aus ihrer fiesen Organisation aufgrund fehlender Loyalität ausgestiegen. Okay. Ein neues Missionsziel steht zur Verfügung. Und ihre Bedienstete können keinen Tresorraum erreichen, um Geld zu deponieren. Oder alle Tresorräume sind voll. Was? Den da müssten sie eigentlich immer erreichen können und der ist garantiert nicht voll. Achso, die... Wir haben nicht genug Aktenkoffer, das kann sein. Okay, wir brauchen eine neue Schatzkammer, die kann auch ruhig hier hin. Moment mal, wir müssen die Schatzkammer jetzt gar nicht mehr abreißen. Wir müssen gar nichts machen. Ich würde das hier gerne wieder zugleisten, aber das geht nicht. Also komm, können wir dich jetzt abreißen? Nein. Warum können wir dich nicht abreißen? Nimmst du jetzt den Koffer da? Geldkoffer voller Geld. Das ist doof. Also ja, wir können den Raum einfach so lassen, wie er jetzt ist. Selbst wenn das hier blockiert wird, können die Leute immer noch außen rumgehen. Das heißt, wir bauen die Dinger jetzt einfach wieder auf. So. 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 War jetzt zwar albern, aber was soll's. Also Missionsziele. Wir haben... Das ist doch noch nicht abgeschlossen. Nigel Ewing, der abtrünnige CIA-Agent, ist heute Drahtzieher aller kriminellen Aktivitäten auf dem afrikanischen Kontinent. Er wurde zuletzt gesehen, als er mit einer riesigen Waffenlieferung und einer schlagkräftigen Armee ihm treu ergebener Stammeskämpfer auf dem Nil umherfuhr. Er ist nicht leicht zu finden und trifft sich nur mit wirklich echten Verbrechern. Wenn sie nicht berüchtigt genug sind, werden sie ihn niemals finden. Das klingt nach einer Herausforderung. Oh. Zack. Zack. Komm schon. Okay. Achso, er ist gleich wieder weggegangen. Na gut, eine Wache da noch hin. Hier versteckt ihr euch kurz. Hier ist alles okay. Da ist alles okay. Also müssten wir hier verschwören? Das könnte jetzt peinlich werden. Ist hier Ägypten oder da? Das war doch der Nil, richtig? Aufgaben? Auf dem Nil umherfuhr. Ja, okay. Also müsste das hier sein.
Die verstecken sich dann und nächste Runde, also sobald der Agent weg ist, fangen wir an zu verschwören. War das gerade eine wichtige Sicherheitstür? Oh, da sind neue Leute. Verwirren bitte. Ihr habt alle schon Schwächentag. Wir haben 5 von 33 Bediensteten. Ich hoffe mal, dass der Trainingsraum durchgehend benutzt wird. Nö. Ah, das ist komisch. Vielleicht müssen die doch so stehen. Das Objekt wird in Kürze versetzt. Probier das einfach jetzt mal. Es kann keiner ausgebildet werden, weil wir keine hier haben. Das macht natürlich Sinn. Du darfst nach Hause. Nicht du. Du darfst nach Hause. Du darfst nach Hause. Und ihr beiden dürft auch nach Hause. Dann haben wir jetzt 4 oder 5 von denen in unserer Basis, die den Rest ausbilden kann. Und dann können wir sie wieder losschicken. Und ich krieg schon wieder diese doofe Fehlermeldung. Achso, war wahrscheinlich nicht genug Geldkoffer da sind. Oh, oder weil der Geldstab... Irgendwie ist das komisch. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der... Escape. Dass der Goldstapel da irgendwie den Zugang dahin blockiert. Das ist alles komisch. Oder das Ding da und der Goldstapel blockieren das da. Aber dann könnt ihr doch immer noch dahin gehen. Na gut, müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Und auch, wie das denn mit den Dingern hier unten funktioniert. Aber erstmal abspeichern. Speichern. Nach Folge 36. So, und wir sehen uns gleich wieder.